melde ich mich, aber es wird für mich ein bisschen schwieriger sein. Also ich muss mich heute mal im linken Arm schminken und da ich Rechtshänderin bin, ist es ein bisschen unpraktisch. Ich habe nämlich meinen rechten Arm gebrochen und bevor ihr fragt, wie, ich bin meinem Fahrradfahren ausgerutscht. Ich muss beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Und zum Glück ist er jetzt nicht so ganz gebrochen, sondern eher so angebrochen. Und das letzte Mal, als ich meinen Arm gebrochen habe, war das viel schlimmer, hier der linke. Da war ich so 5 oder 6, da war ich noch im Kindergarten. Da bin ich von der Schaukel gesprungen. Nicht gefallen, gesprungen. Ich weiß, war jetzt nicht die beste Idee. Also drückt mir mal die Daumen, dass der Gips dann am Montag schon abkommt, weil ich bald Klassenfahrt habe und ich würde da ungern mit gebrochenem Arm hin. Und ich meine, es ist ja jetzt so Poolsaison. Unser Pool ist immer noch abgedeckt, aber... Und ihr Pool ist nicht abgedeckt und ich kann nicht schwimmen gehen, weil der Gips nicht nass werden kann. Also drückt mir mal die Daumen.